der große Bausatzhersteller aus Japan. Tamiya zeigt Ihnen einen Auszug aus seinem Lieferprogramm von Fertigfahrzeugen und Bausatzmodellen. Hier sehen Sie Quickdrive RC Fertigfahrzeuge. Diese Fahrzeuge bringen Spaß im härtesten Gelände oder bei heißen Straßenrennen. Pfannenrahmenchassis, staubgeschützt. Getriebegehäuse geschlossen. Federdämpfung vierfach. Einzelradaufhängung vorne. Pendelachse hinten. Profi-Coltsteuerung mit wechselbaren Quarzen. Dadurch bis zu 6 Fahrzeuge gleichzeitig einsetzbar. Digital-Proportionalsteuerung über Lenkservo. Tamiya, vom RC-Fertigfahrzeug zum 2WD-Einsteigerbausatz Grasshopper 2. Als Basismodell out of the box und als Monsterfahrzeug nach Umbauvorschlägen aus unserem RC-Grasshopper-Prospekt. Tamiya. Bauen, fahren, tunen. Spiralfederdämpfung vorne und hinten. Grasshopper 2 auf der Rennbahn. Grasshopper 2 im Gelände. Grasshopper 2, das Einsteigermodell zum Superpreis von 99 Mark im Fachhandel. Monster-Grasshopper mit bulligen Stollenreifen. Tamiyas nächste Stufe im Bausatzprogramm, Bearhawk. Mit Heckantrieb und aerodynamischer Karosserie. Extrem geländegängig mit kraftvollem 540-Motor. Bearhawk, das preiswerte 2WD-Fahrzeug, ausbaubar mit vielen diversen Service- und Tuning-Teilen. Tamiya. 4WD Offroad Buggies. Jahrelange Erfahrung in Technik und Detail. Manta Ray. Extrem gutes Fahrverhalten in jedem Gelände. Lexan Karosserie. Ausbaubar bis zum Wettbewerbsfahrzeug durch den Einsatz von Tamiya Hop-Up-Teilen zum Umrüsten. Diskfelgen. Öldruckstoßdämpfer vorne und hinten. Fahrregler. Start frei für Manta Ray und seine technische Verbesserung Top Force.
Optisch ansprechendes Design. Aggressive Fahrdynamik. Top Force. 4WD-Mechanik mit überzeugendem Fahrverhalten und optimaler Bodenhaftung. Offroader par excellence. Lexan-Karosserie. FRP-Doppeldeck-Chassis. Stardish-Felgen. Mini-Spike-Reifen. Wishbone-Radaufhängung mit High-Cap-Dämpfern. Großer Heckspoiler. Die konsequente Weiterentwicklung von Manta Ray und Top Force heißt Terra Conqueror. Dominante Erscheinung. Äußerste Belastbarkeit. Begeisterndes Fahrverhalten. Dynamische Beschleunigung. Hervorragende Traktion. Das Modell ist ausgerüstet mit einem Kugeldifferential vorn und hinten sowie gehärteter Kardanwelle. Alle drehenden Teile sind kugelgelagert. Terra Conqueror, die 4WD-Herausforderung, zum Siegen gebaut. DTM, die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Eine Rennserie, die Zuschauer und Motorsportfans fasziniert. Mercedes-Benz 190e Evolution, in der Version des Fahrers Klaus Ludwig. Hervorragende Karosserienachbildung mit allen Sponsoren. Ausgezeichnetes Fahrverhalten. 4WD Kardanantrieb. Vierfach Öldruckstoßdämpfer. Tamiya DTM mit vielen Service- und Tuningteilen sowie Karosserien für jeden Geschmack. 190e in Berlin 2000 Version. 190e mit Diebels als Sponsoraufklebern. Und schon entstehen aus dem König Pilsener Mercedes die Fahrzeuge von Rosberg und Tim. Komplettiert wird das Feld der Fahrzeuge durch den BMW M3 Sport in der Schnitzer-Version des Fahrers Winkelhock. Dynamisches Aussehen. Beste Straßenlage. Ausgefeilte Technik und hohe Geschwindigkeit. Alles Attribute, die für Fahrspaß und Rennatmosphäre stehen. Tamiya DTM, die RC-Fahrzeuge für den Motorsportfan mit einer eigenen Modellrennserie in Deutschland und Europa. Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach Infomaterial über Rennorte und Termine. Ford Escort RS Cosworth, bekannt aus vielen Rennen und Rallye-Veranstaltungen.
Tamiya Rally Racing Modelle mit 4WD-Technik und Kardanantrieb. Wannenrahmenchassis, Doppel-Wishbone-Aufhängung, Öldruckstoßdämpfer vierfach, 4WD-Kardanantrieb. Enorm belastbar mit toller Geschwindigkeit und bestem Fahrverhalten. Ein echter Fighter. Rallye-Legende. Lancia Delta HF Integrale. Kein Fahrzeug hat so viele Erfolge in den letzten Jahren erzielen können wie diese Nachbildung von Tamiya im Maßstab 1 zu 10. Kugeldifferential. Lexan-Karosserie. Cockpit mit Fahrerfiguren. Lancia Delta Integrale bringt Ihnen die Rallye-Welt nach Hause. Fahren Sie Ihre eigenen Rennen auf einem Parkplatz, einer Piste oder im Gelände. Rallye, der einzig wirkliche RC-Fahrspaß. Tamiya Pro 10 Glattbahnfahrzeuge. Ein Hauch von Le Mans. Sauber Mercedes C11, der Silberpfeil der Neuzeit. Spitzengeschwindigkeiten auf dem Rennkurs. Optimale Straßenlage, Kurvenstabilität. C11 Body Styling. Mazda 787B, Gewinner der 24 Stunden von Le Mans 1991. Der Herausforderer für Mercedes. Geringes Gewicht, Doppeldeckchassis, Moosgummislicks. Busch Devil. Die neue Generation von 2WD-Geländefahrzeugen. Poppig ansprechendes Design. Robustes Fahrverhalten. Enorme Kraftverteilung. Bullige Reifen. Busch Devil, der Pickup mit der besonderen Note. Tamiya Stadium Blitzer, der US Stadium Stopper. Wettbewerbserprobt. Den US-Originalen nachempfunden. Wannenrahmenchassis. Getriebegehäuse geschlossen mit Differential. Längsrillenreifen. Öldruckstoßdämpfer vierfach. Pickup mit aerodynamischer Karosserie.
Stadium Blitzer, der Blitz im Gelände. Tamiya Bullhead, der American Truck. Chrom, Farbe, Technik. Monster Trucking, das neue RC-Fahrvergnügen. Gleicher Antrieb und gleiche Technik wie beim Clubbuster. Bullhead, gemacht für RC-Abenteuer. Tamiya Toyota 4x4 Mountaineer. Das RC-Spielzeug für den Modellbauer. Mountaineer mit einem speziellen vormontierten Schaltgetriebe, das höchste Ansprüche an den Fahrer stellt. Alurahmen-Chassis, Original-Blattfedern. Drei Stufen Schaltgetriebe über die Mehrkanal-RC-Anlage steuerbar. Motor 750. Nicht für den Rennfahrer, sondern für das Kind im Mann. Tamiya RC-Bausätze. Vom preiswerten Einsteiger bis zum extremen Wettbewerbsfahrzeug. Dazu Service-Parts und Tuning-Teile. Tamiya. Immer die richtige Wahl.